Das war also unsere 8-wöchige Tour durch die Mensch-Maschine-Interaktion. Von der Psychophysik bis hin zur Aufmerksamkeit. Von der ereignisbasierten Programmierung über HTML und Multitouch bis hin zur Datenvisualisierung. Und die aktuellen Themen, künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality, sowie die verborgene oder die selbstgewollte Beeinflussung des Menschen. Den Schluss haben die Methoden zum Entwurf und zum Testen von Bedienschnittstellen gebildet. Und natürlich der unselige Hypothesentest. Ich hoffe, es ist zum einen klar geworden, wie bunt und breit das Thema Mensch-Maschine-Interaktion ist, aber auch, wie schnell es sich entwickelt und dass es ganz vorne dabei ist, wenn es um Geschäfte geht. Die Diskussionsforen in diesem Kurs auf der Plattform Moin bleiben natürlich noch länger offen. So können wir uns weiterhin über kreative Ideen, aber auch über Kritik und über Nachdenkliches austauschen.